Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen oder beziehungsweise wieder schönen guten Mittag, denn ich bin immer noch krank. Ja, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 9. Januar. Heute dabei Lime, LinkedIn, Amazon Echo Auto, iKFZ und Apple HomeKit. Beginnen tun wir mit schlechten Nachrichten für Freunde der E-Mobilität in Form von E-Tretrollern oder wie der Schweizer sagt E-Trottinette. Lime, einer der führenden Anbieter in dem Bereich, die ziehen alle ihre E-Tretrollers aus Zürich und Basel zurück, denn es gab einen Unfall, wo die Software wohl die Vorderbremse blockiert hat, was ich nur schwierig verstehe, weil den Lime, den ich zuletzt gefahren hatte, der hat eine Handbremse, die manuell getätigt wird, also mechanisch. Aber ich will nicht ausschließen, dass da noch eine andere Bremse ist, die man selber gar nicht steuern kann. Naja, jedenfalls gucken Sie sich jetzt an, wo das Problem liegt, haben diese ganzen Tretroller erstmal aus dem Verkehr in den beiden Städten gezogen und wir schauen mal weiter. Positiv ist es natürlich bestimmt nicht, denn sowas möchte man nicht. Goodie, nächstes Thema, LinkedIn. Die verlangen jetzt von Nutzern in China für die Registrierung eine Telefonnummer. Und das ist nicht nur, weil LinkedIn das möchte, sondern es gibt wohl in China bestimmte regulatorische Anforderungen, die jetzt wohl stärker gehandhabt werden und dementsprechend müssen nun chinesische Nutzer ihre Identität bestätigen mit einer Telefonnummer. Und LinkedIn ist eigentlich guter Dinge, dass das wohl klappt, weil der Chinese an sich mittlerweile drauf geeicht ist, seine Telefonnummer mobil einzugeben, wenn er sich irgendwo registriert. Anderes Thema, der Amazon Echo Auto. Das ist so eine kleine Box mit einem blauen Streifen, der die Alexa ins Auto bringt. Der wurde ja damals im Herbst angekündigt mit ganz vielen anderen Produkten und war nur auf Einladung verfügbar und dann als Pre-Order und man hat sich gewundert, wann kommt er denn nun? Ein paar Geräte wurden wohl kurz vor Weihnachten ausgeliefert, aber jetzt hat Amazon bestätigt, dass die Pre-Orders alle jetzt langsam rausgehen und das Gerät in den Markt kommt. Was auch lange gedauert hat in Deutschland, ist die Kfz-Zulassung via Internet. Man konnte zwar mittlerweile ein Auto stilllegen über das Internet, aber ein Auto zulassen eben nicht. Man musste immer wieder in die Behörde. Und jetzt hat die Bundesregierung in Deutschland bekannt gegeben, dass das jetzt in Zukunft auch hundertprozentig via Internet möglich ist mit dem Projekt iKFZ. Was für ein Name. Naja, also das Ganze muss natürlich noch in die Wege geleitet werden, aber sie wollen nicht nur Privatpersonen, sondern auch juristische Personen, sprich Unternehmen, mit einbeziehen und denen die Möglichkeit geben. Und dann ist Deutschland auch wieder einen Schritt weitergekommen in Sachen modernes Land. Letztes Thema für heute, noch ein kleiner Nachschlag. Wir hatten ja gestern und vorgestern schon die Information, dass Apple mit diversen TV-Herstellern kooperiert und dort AirPlay 2 und HomeKit-Unterstützung anbietet und bei Samsung sogar iTunes. Und dementsprechend hat Apple jetzt auch die eigene Webseite für HomeKit-Zubehör erweitert und gibt dort auch die Fernsehmodelle an, die die Unterstützung bekommen werden. Also wenn das für euch ein Thema ist, schaut mal drauf, Link ist in den Shownotes, wenn ihr euch dann auch einen neuen Fernseher kaufen wollt, damit ihr auch einen der richtigen Geräte bekommt. Ja, und das war's dann auch wieder für heute. Morgen neuer Versuch, wieder zur ursprünglichen Zeit, ansonsten im schlechtesten Fall kriegt ihr es leider morgen auch nochmal mittags. Ich gebe mein Bestes, bleibt positiv, bis morgen, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.